zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des HSV Karrieremodus. Heute die 6. Episode und wir sind am Start mit einer Partie, die ganz, ganz wichtig ist für unsere Saison bzw. für unser Ego, denn wir spielen gegen den BVB, der momentan in der Tabelle hinter uns steht. Allerdings könnte sich das nach diesem Spiel natürlich ändern. Wir haben ein Spiel weniger, aber nichtsdestotrotz wäre ein Sieg unheimlich wichtig und genau das ist das Ziel für die heutige Episode. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde mich tierisch über freuen. Checkt die Links in der Beschreibung. IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben mit dem Code Max Gaming TV und dazu selbstverständlich meine Partner Insta oder meine Partner, das Partnerseite, meine Instagram und Twitter Accounts, ja, denen ihr kostenlos folgen bzw. die kostenlos abonnieren könnt. Nee, ist beides folgen, perfekt. Und natürlich OneFootball könnt ihr auch gerne auschecken, wenn ihr möchtet. Aber wir gehen jetzt mal auf das Spiel zu gegen Borussia Dortmund. Und wie gesagt, wir haben ein Spiel weniger. Die Tabellensituation sieht nicht schlecht aus, nachdem wir letzte Episode ja sang- und klanglos gegen RB Leipzig verloren haben. Wer das nicht gesehen hat, sollte sich auf jeden Fall den letzten Part nochmal angucken. Und wir stehen momentan nicht so schlecht da. Also mit einem Sieg einen Punkt hinter Köln. Das heißt, es könnte wirklich was gehen. Aber wir brauchen einen Sieg und den Holwart. Schneegestöber im Februar im Signal Iduna Park ist ja normalerweise auch das früheste, wo man irgendwie mal Schnee erwarten kann. Ach, ich habe vergessen, es gibt da gar nicht mehr den Signal Iduna Park, den gibt es ja nur in PES. Sehr bitter auf jeden Fall, aber davon wollen wir uns gar nicht ablenken lassen. Trotzdem wollen wir hier 3 Punkte holen. Änderungen in der Startelf, das wollte ich immer erwähnen oder sollte ich immer erwähnen. Fiete Arp ist nicht drin, dafür steht Nikolai Müller vorne in der Sturmspitze neben Mario Balotelli. Bei Arp lief es ja mit dem Siegtreffer gegen Hertha im Pokal zuletzt ganz gut, aber ansonsten nicht so. Und das wäre ein richtig geiler Start gewesen, aber Kostic scheitert leider. Dementsprechend kriegt Müller mal seine Chance in der Startelf. Der kann ja Stürmer, der weiß ja, wo das Tor steht. Hat er ja auch bei uns, seit wir den Karrieremodus spielen, schon ordentlich unter Beweis gestellt. Das war ein bisschen schlechter. Wallacy ist weiterhin auf der Bank. Ich wollte eigentlich Wallacy mal in die Innenverteidigung packen für Jung. Aber der hat mir in den letzten Spielen, obwohl wir gegen Leipzig 3 hoch kassiert haben, zu gut gefallen. Deswegen steht er weiter. Und 1:0 durch Marco Reus. Das war... Warum steht er da so frei? Also eigentlich sind 2 bei ihm. Und am zweiten Pfosten ist einer frei. Das war ganz, ganz schlechtes Verteidigen von Douglas Santos, der in der Mitte aber überhaupt nichts zu suchen hat. Und leider Gottes auch von Papadopoulos, von dem ich das eigentlich nicht erwarte. Oh, natürlich gleich mal eine schöne Hypothek, mit der wir in dieses Spiel reingehen. Aber Nikolai Müller lässt sich davon gar nicht beirren und macht direkt den Ausgleichstreffer. Schön, 15 Minuten durch. Ich habe ja gesagt, der bekommt seine Chance, der weiß, wo das Tor steht, hat unter Beweis gestellt und auch hier. Was? Papadopoulos. Junge. Der steht da und lässt Pulisic einfach im 16er rumlaufen. Normalerweise würde der den aufessen. Ja gut, wieder schneller Ausgleich. Was ist hier los, Alter? Innerhalb von 8 Minuten 4 Tore, was soll sowas? Das ist so einfach, auf beiden Seiten Tore zu schießen. Müller mit einem Doppelpack. Balotelli freigespielt. Oh, wir vergeben mal eine Chance, ja. Auf der anderen Seite hat Reus nach dem 2:2, also die Chance aufs 3:2 quasi für Dortmund gehabt, hat er auch einen vergeben, der aber deutlich kleiner war als der von Balotelli jetzt. Anscheinend ist das Schützenfest erstmal vorbei. Oh, war das Matenia? Ich hab, Matenia Pollersbeck. Ach nee. Keine Ahnung, was das war, ob Pfosten oder Keeper, aber das war eigentlich schon das safe 3:3. Holpe hat auf der anderen Seite gerade eine dicke, dicke Chance vergeben, steht noch auf dem Platz, ist allerdings bereits ausgewechselt, beziehungsweise Auswechslung ist schon eingegeben. Genauso wie für Jung, der angeschlagen ist. Lozano gegen Guerrero, foul, ja leider. Alter Schwede. Maxi Philipp, gerade eingewechselt. Oh nein, 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 ich bin so ein Dämmel. Ja, okay, das ist der Ausgleich. Ich wollte sagen, dass Dortmund gerade absolutes Powerplay macht und ich spiele den Ball kurz, direkt in den Fuß von Pierre-Emerick Aubameyang. Ich habe noch gesehen, dass auf der anderen Seite auch zugestellt war. Dann wollte ich noch halt rechte Seite rüberpassen. Natürlich hat das nicht ganz geklappt, weil so weit kann ich das nicht nochmal readjustieren. Und dann natürlich direkt in den Fuß von Aubameyang. Toprak revanchiert sie anscheinend, aber wir können das nicht nutzen. Zumindest im ersten Moment nicht, aber da kommt Kostic. Kostic, starker Linker, warum, Junge, warum denn mit Druck auf den Mann? Ich habe echt nicht doll gedrückt und ich habe den eigentlich in eine lange Ecke
directed, also gelenkt, sodass das Ding schön flach da reingeht. Aber anscheinend hat er da keinen Bock drauf. Die Flanke war auch sehr fragwürdig. Die habe ich eigentlich auf den zweiten Pfosten geschlagen. Und jetzt stehen wir natürlich offen für den Konter des BVB. Ziehen das Foul. Ist kein Foul. Jetzt ist ein Foul. Juckt mich nicht. Und Müller hat die Chance, zum Matchwinner zu werden. Springt über die Grätsche von Toprak. Ist aber natürlich ein bisschen langsam auf den Beinen. Oh, und dann so ein Abschluss. Ich weiß, er ist kein Linksfuß, aber was habe ich da für eine andere Wahl? Vielleicht ein bisschen verzögern nochmal. Vielleicht dann Fiete einsetzen, ich weiß es nicht. Aber das muss normalerweise, genauso wie das vorher von Kostic, das 4:3 sein. Aber so spielen wir unentschieden. Schade, aber wir bleiben mal in vor Dortmund, ja. Rückspiel gegen 96, Revanche realitätsmäßig gesehen, weil da gab es eine 0:2 Klatsche im Hinspiel und eine Verletzung bei Felipe, über die ich als 96 auch noch ein bisschen sauer bin. Aber jetzt müssen wir natürlich gerade diese zwei Punkte, die wir verloren haben gegen Dortmund, uns irgendwie wiederholen. Gegen die rot gekleideten Hannoveraner. Die Flanke war nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Wir haben eine Änderung in der Startelf, und zwar spielt Van Drongelen von Anfang an. Das liegt daran, dass Jung verletzt ist. Ansonsten aber alles beim Alten, Arp weiterhin auf der Bank. Und Müller nach seinen zwei Buden weiterhin im Sturm. Und Balotelli nicht mit dem 1-0, aber mit einer ersten dicken Chance. Oh, was mache ich da? Warum laufe ich weg? Kein Elfmeter, gut. Das war ganz, ganz schwach von Pollersbeck, der den Schuss von Jonathas definitiv besser klären kann. Immerhin zur Seite und nicht nach vorne. Aber zum Glück wurde der nicht direkt genommen. Jetzt mal die Chance. Müller vielleicht mit Tempo. Das wäre ganz schön hier. Zack, das sieht gut aus gegen Anton. Und da ist er natürlich schneller. Gerade war es Lozano, der konnte kein Tempo aufnehmen. Sehr, sehr gut sieht das aus. Jetzt in der Mitte gezogen. Auch gut. Aber jetzt haben wir keine Anspielstation. Das ist natürlich schlecht. Kostic. Ja, Freunde, das ist natürlich lauftechnisch nicht so brillant. Raus auf Holtby. Holtby zieht zurück. Holtby auf Balotelli. Kommt nicht an. Und Ostrzolek ist dazwischen. Schön gespielt, Balotelli. Abstoß? Na ja, gut. Schön gespielt, Nikolai Müller. Oh. Also langsam haben wir von der Dichte der Chancen oder allgemein von der Größe der Chancen so ein Übergewicht, dass es hier 1-0 stehen muss. Wir nutzen sie aber gerade dummerweise nicht. Jetzt mal Yaya Touré. Vielleicht mit einem Longshot. Finessi. Aha. Der wäre auch gut gekommen. Und jetzt Müller, und jetzt Müller mit Tempo, und Müller mit Tempo, und Müller mit Abschluss, und Müller, oh, das ist doch nicht wahr, warum auch links? Habe auf kurze Ecke gezielt, aber mit rechts. War vielleicht die beste Entscheidung, hätte auch querlegen können vielleicht, aber das war auch nicht optimal, wie Balotelli da stand. Holtby abgefälscht. Alter Schwede. Jonathan setzt den, diesmal nicht kurz. Jonathan setzt den Kopfball auf die Latte, da außen hat Müller ganz viel Platz. Ich habe gerade gewechselt, Müller auf die Außenbahn, ab in den Sturm und Wallace hier auf die 6 für Yaya Touré, der ein bisschen kaputt war nach den vielen Spielen, die er in letzter Zeit gemacht hat. Kein perfekter Laufweg da, jetzt Douglas Santos, vielleicht mit einer guten Flanke, die kommt nicht schlecht. Balotelli ist da, aber gegen Schmiedebach im Kopfball hat er keine Chance. Warum auch immer. Van Drongelen. Unfassbar gutes Tackling. Aber da steht Pech komplett frei. Nochmal. Diesmal war es, ich weiß nicht, ob es Papadopoulos oder Van Drongelen war, aber ganz, ganz wichtig in der Situation, dass sie das Ding wegstaubsaugen. Schön rausgeköpft. Balotelli, aber der natürlich alle auf sich allein gestellt. Ein bisschen schwierig in der Situation. Kommt aber raus. Holtby jetzt mit Arp im Zusammenspiel. Komm, mein Junge. Geh ab. Holtby wieder. Das sieht alles, das ist nicht das Beste, weil das ja nicht unsere schnellsten Spieler sind. Ah, der Versuch war nicht schlecht. Balotelli war nicht schlecht gelaufen, aber jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt ist Saren Baseda, aber Papadopoulos staubsaugt erneut. Das kannst du keinem erzählen, was hier gerade abgeht. Chancen auf beiden Seiten mega groß und das ist Gott sei Dank Abseits. Halleluja. War das eine Notbremse von Sané? Nee, okay, es gibt nicht mal Gelb. Da habe ich kurz gezweifelt, weil es war sehr weit weg vom Tor, aber grundsätzlich eine dicke Chance, die uns da verwehrt wurde. Die Frage ist nur, wie mache ich diesen Freistoß? Ich habe keine Ahnung. Spielen wir mal kurz irgendwie. Papadopoulos, Van Drongelen, das war richtig stark. So, und jetzt der gerade eingewechselte Bobby Wood, der hat natürlich noch Energie. Der flankt gut. Da steht Lozano, kommt nicht ran. Da steht Wallace, bringt ihn nochmal rein. Vielleicht die letzte Gelegenheit dieser Partie. Nikolai Müller, der eine ganz, ganz schwache Partie abgeliefert hat, aber ist okay. Zuletzt Doppeltorschütze. Letzte Ecke der Partie. Wieder nur unentschieden. Frustrierend.
Ich möchte schon mal ankündigen, was mein Mikrofon da macht, gefällt mir nicht besonders gut. Also irgendwie sieht es sehr, sehr laut aus. Ich habe aber keine Ahnung warum, weil eigentlich ist nur die PS4 daneben. Die rauscht ein bisschen, aber eigentlich nicht so doll. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen, wie das jetzt im Spiel hier läuft. Oh, das ist nicht wahr. Unsere Serie geht weiter. Wir kriegen die dicksten Chancen nicht im Tor unter Balotelli. Nach einer Minute mit der Riesengelegenheit wunderbar freigespielt, frei vorm Tor und trifft einen Pfosten. Was ist das für ein Pech, was wir gerade in diesen letzten zwei Spielen hatten? Oder in den letzten drei Spielen besser gesagt. Holpi macht's besser. So, Holpi 1-0, fünfte Minute, zweite dicke Chance. Ah, wir müssen jetzt aber natürlich auch, weil wir haben gerade zwei unnötige Unentschieden kassiert. Bailey ist ein bisschen schneller als Papadopoulos, aber Gott sei Dank nicht ganz so torgefährlich anscheinend wie in Realität. Das war ein dummer Abwurf, weil jetzt sehe ich auch, dass dabei kommt. Nichtsdestotrotz kommt der Ball an. Ich habe übrigens, glaube ich, nicht erwähnt, dass Fiete Arp wieder im Sturm spielt. Nicola Müller sitzt auf der Bank, der Auftritt gerade war zu schlecht. Ei. Und er ist auch ein bisschen fitnesstechnisch angeschlagen, aber vielleicht eine Option für einen zweiten Durchgang, je nachdem, ob wir nochmal seinen Pace brauchen. Das war ein versuchter Mordanschlag, aber sicherlich nicht beigespielt. In welcher Welt auch immer der Schiedsrichter da gelebt hat, in welchem Paralleluniversum er da kein Foul gesehen hat. Aber okay. Starkes Tackling von Luis Holtby. Wir bleiben am Ball. Kostic wird gefoult, aber wir spielen weiter. Balotelli. Ah, Arps Laufweg ist nicht optimal, beziehungsweise das Tempo ist halt einfach nicht da. Kostic liegt ja weiterhin verletzt. Vielleicht müssen wir da gleich wechseln, aber wir haben ja Nicolai Müller auf der Bank. Ball kommt wieder zu Balotelli. Schade. Oh, ja, nein, doch nicht. Vielleicht jetzt. Nein, immer noch nicht. Das war die beste Ecke, die wir seit dem Tor von Fiete Arp gegen Hertha hatten. Wobei die eigentlich nicht so gut war. Da hatten wir einfach nur ein bisschen Glück. Ah. Also gerade gab es eine sehr unrealistische Szene. Die kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich nicht mehr weiß, wo sie war. Weil es heute schon ein bisschen her ist. War so in der 60. oder sowas um den Dreh. Wo Kevin Volland Yaya Touré weggetackelt hat. Also, Kevin Volland, Yaya Touré. Ich verstehe, dass die Spieler schlechter werden. Touré ist ja auch schon gesunken von seinem Standard-Rating in FIFA 18 in diesem Karrieremodus. Das verstehe ich ja alles. Aber gerade Stärke ist da eigentlich ein Wert. Gerade bei solchen bulligen Spielern wie Touré finde ich schwachsinnig, weil ich glaube, dass Volland niemals imstande sein wird, irgendwann in seinem Leben Yaya Touré wegzutackeln. Oder wie seht ihr das? Hier ist vielleicht eine Infokarte. Vielleicht. Unter Vorbehalt. Ganz eventuell. Viele ab! Oh. Nein, 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 bitte nicht wieder ein unnötiges, dummes Unentschieden kurz vor Schluss. Und jetzt der lange Ball auf Mario Balotelli und im Gegenzug machen wir das 2-0. Komm, okay. Mario Balotelli immer den Speed, aber Fiete ab. Jawohl, da ist das 2-0, da ist die Entscheidung. Halleluja. 90. Minute, das wäre auch wieder absolut lächerlich gewesen. Hätten wir jetzt noch das 1-1 kassiert. Und dann macht Fiete lieber sein Tor. Ich glaube, sein erstes Saisontor, oder? In der Bundesliga? Nee, hat schon eins gemacht. Müssen wir mal schauen jetzt. Sein erstes? Sein drittes. Naja. Das heißt, zu zwei kassieren wir trotzdem noch. Durch Kevin Volland mit rechts, außer Distanz. Na, wenn es weiter nichts ist. Philipp Kostic hat sich übrigens verletzt. Fällt 3 Wochen aus. Für die Tabelle hat das Resultat von gerade folgende Bedeutung. Wir stehen auf Tabellenplatz Nummer 8 mit 33 Punkten aus 23 Spielen. Haben 5 Punkte Rückstand auf die Euroleague. Haben 7 Punkte Rückstand auf die Champions League. Also da ist noch alles drin, zumal das sehr, sehr eng da oben zugeht. Nach unten sind wir relativ safe. Also ich denke nicht, dass wir noch absteigen werden. Frankfurt, Mainz und Freiburg sind zu weit abgeschlagen. Ich denke mal, Bremen hängt noch drin. Ich glaube, Leipzig hängt auch schon nicht mehr drin. Dafür sind sie zu stark. Wird interessant zu sehen, ob wir das schaffen. Aber in der nächsten Episode wissen wir schon wieder mehr, denn da gibt es wieder 3 Partien. Und zwar geht es da gegen den SV Werder Bremen, Nordderby, gegen den FSV Mainz 05 und gegen den FC Bayern München. Das heißt, absolutes Spitzenspiel. Ich weiß gar nicht, wo die Bayern jetzt gerade momentan stehen. Schauen wir mal nach, ob die auch unter Zugzwang stehen. Jonathas weiterhin 9 Tore, der hat kein weiteres mehr geschossen, seitdem wir uns das mal ganz am Anfang angeguckt haben. Und Bayern ist, während Schalke 5. ist, natürlich Erster, okay. Ja, Dortmund weiterhin weit abgeschlagen, also auf die müssen wir noch aufpassen von hinten, aber ansonsten sieht das sehr, sehr gut aus. Das war's von dieser Episode, ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.